Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bastis Welt. Ich schnaufe ein bisschen, weil ich komme von da ganz unten und zwar von der Talstation vom City Express. Und da will ich rauf, auf die Sprungschanze. Da gibt es nämlich heute die Free Ski und Snowboard Jump Show, wie jeden Mittwoch im Jänner, Februar und März hier in Zell am See. Ich würde sagen, da schauen wir uns heute die besten aller Sprünge an, von den Freeskiern und von den Snowboardern. Geht schon los, hopp hopp! Freaks on Snow 2009, bei mir steht jetzt auch wieder der Frank Schumann von FOT. Grüß dich, servus! Servus! Was ist 2009 anders im 12. Jahr von dieser Skisprungveranstaltung in Zell am See? Also, man muss einfach nur mal nach oben schauen, wir haben dieses Jahr unglaubliche 4 Meter als Take-Off. Boah, traust du dich da auch drüber fahren oder wo ist dein Limit? Schon bei 30 cm oder was? Ich denke, ich bin in der Organisation besser aufgehoben, weil meine alten Knochen werden das nicht mehr mitmachen. Wie oft sehen wir jetzt in Zell am See diese Skisprungveranstaltung? Also wir haben insgesamt 10 Veranstaltungen, wohl eine davon ist natürlich auch die Nacht der Ballone, wo das Springen mit eingepackt ist eben in die Veranstaltung Nacht der Ballone. Und was erwartet uns heute bei der Premiere quasi? Ja, ich hoffe, dass wir auf jeden Fall erstmal keine Unfälle haben. Das ist ganz wichtig. Die Jungs müssen sich erstmal einspringen auf der Schanze. Aber ich denke, wir kriegen heute eine spektakuläre Show. Und ein bisschen Schneekraut von oben. Also sind die letzten Trainingsspringer bis zufrieden mit deinen Jungs? Ja, sensationell. Die Jungs werden immer besser. Wo wir angefangen haben, war das alles halb so groß. Und mittlerweile, wir haben ja auch schon mehrere Leute gehabt, die ins Nationalteam gekommen sind, die Pros jetzt sind, wie der Patrick Hollaus zum Beispiel. Ja, also ich glaube, da geht schon was weiter. Gut, jetzt gehen wir einfach Glühwein und dann vielleicht überrede ich dich doch noch darüber zu fahren, ne? Alles klar. Prost. Danke. Ciao. Und der, was mir jetzt fast die Frisur zerstört hätte, das war der Patrick Hollaus mit seinen Ski. Grüß dich, servus. Hi there. Wir sitzen und speisen da gerade am Schanzentisch. Sag einmal, beim Springen, was geht eigentlich am letztes durch den Kopf, wenn du gerade da drüber saust? Ist das die Freundin oder die Mama oder was ist das? Also die Freundin ist nicht, die Mama auch nicht. Es ist einfach geil, jetzt darf ich den Kicker springen und also das geht halt mir durch den Kopf und ja, ein bisschen Konzentration ist auch dabei, aber einfach geil. Hopp! Und da landen sie, die Skispringer hier und die Snowboarder, die bei der Frisky Night mitmachen. Ist ganz schön Absprung. Ganz schön steil, ich glaube, das ist 75 Grad, geschätzt natürlich. Bei mir steht jetzt auch der Patrick. Grüß dich, servus. Servus, grüß dich. Was sehen wir heute von dir auf dieser riesengroßen, atemberaubenden, angstanflößenden Schanze? Ja, das werden wir nachher überlegen. Habe ich noch nicht so genau nachgedacht drüber. Hast du dich schon mal geschmissen bei dieser Monster-Schanze? Ja, ein bisschen. Aber ist gut ausgegangen. Hast du da Aua getan? Nein. So, da werden von mir noch die letzten Vorbereitungen gemacht, weil der Roli und der Erich, die können das nicht. Na, Spaß beiseite. Ihr habt natürlich die Schanze gebaut. War das viel Arbeit? Wie viel Zeit steckt in so einer Kickerschanze von 4 Meter? Ja, ich sage mal so zwei Tage ungefähr. Zwei Tage nur Schnee arbeiten und dann halt die ganzen Zäune und Sachen aufbauen. Wie plant man sowas, wie das ausschauen muss oder hast du das schon im Kopf, Erich? Wir haben genaue Vorstellungen, wie das natürlich ausschauen soll bei uns, haben genaue Pläne und gehen da Schritt für Schritt vor. Ist das nicht die erste Schanze, was ihr gebaut habt? Wie viele Schanzen habt ihr insgesamt schon konstruiert? Da ist für mich die erste. Der Erich hat da schon mehrere gebaut. Und ich habe halt verschiedene andere Schanzen in verschiedene Funbugs gemacht. Und ja. Erich, du bist doch ein kleiner Fuchs. Ist da schon mal was schief gegangen? Hast du vielleicht schon mal verkehrt auf dem Berg gebaut oder so irgendwas? Natürlich hat es schon kleinere Zwischenfälle gegeben mit Pistenraupenfahrer und Schneeproduktion und so weiter, aber im Endeffekt haben wir immer alles gut hingekriegt. Bist selber auch schon mal getestet, über die Schanze drüber gesprungen oder so in die Richtung? Wir springen natürlich selber auch, der Roland und ich, aber zuerst muss Arbeit gemacht werden und dann kommt das Vergnügen. Was war dein bester Sprung da drüber, Erich? Quark 900. Was immer doch ist, Erich, was war dein? Roli, was war dein bester Sprung da drüber, diese Schanze? Ja, beste, so Franzert 5 oder Franzert 7 ungefähr, so in der Richtung. Ja. Aber dich sehen wir heute leider nicht. Doch, ich setze mich schon. Wunderbar, dann freuen wir uns schon dann auf die Freeski Night hier in Zell am See. Bei mir steht jetzt auch der Mario, grüß dich, servus. Ja, servus. Wie oft bist du schon da drüber geflogen heute? Ja, 5 Mal oder so, ein bisschen zum Probieren halt. Und mit diesen geilen Sprüngen verabschieden wir uns. Das war eine Ausgabe von Bastis Welt. Bis zum nächsten Mittwoch vielleicht schon auf der Sprungschanze bei der großen Snowboard- und Freeski-Nights hier in Zell am See. Jeden Mittwoch, 20 Uhr, Pflichttermin.